So, herzlich willkommen und einen schönen guten Abend zu unserem neuen, zu unserer neuen Digitaltour. Und wir hatten das ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir alle Ingenieurpreisträger dieses Jahres auch im Rahmen einer Digitaltour, besser gesagt auch die Preisträgerprojekt im Rahmen einer eigenen Digitaltour vorstellen wollen. Und heute ist der zweite Platz unseres Ingenieurpreises dran. Und zwar hat den gewonnen im Februar diesen Jahres der Neubau des TU Campus in Straubing. Und dafür habe ich mir eingeladen, den Herrn Thomas Witzenreiter von ISP Scholz, Beratende Ingenieure AG, der federführend an dem Projekt beteiligt war. Einen schönen guten Abend Ihnen, Herr Fitzenreiter, und schon mal jetzt vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses Projekt vorzustellen. Hallo zusammen. Und kurz zu dem Gebäude, das hat die Technische Universität als neues Lehr- und Forschungsgebäude für nachhaltige Chemie in Straubing bauen lassen. Und wie schon gesagt, hat es eben den zweiten Preis gewonnen. Die Jury hatte damals das so begründet, dass es ein Musterbeispiel für nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen in einem anspruchsvollen Gebiet ist. Wie anspruchsvoll werden wir nachher noch hören? Und der Neubau wurde auf einer nicht mehr genutzten Mülldeponie errichtet und befindet sich zudem in einem Überflutungsbereich der Donau, in dem das Planungsteam um die ISP Scholz Beratende Ingenieure AG den Neubau auf 20 Meter tiefe Pfähle aufständerte, konnten beide Herausforderungen durch eine konstruktive Maßnahme ideal gelöst werden. Die Deponie musste so nur punktuell für die Gründung eröffnet werden und wurde nach Abschluss der Baumaßnahme nach oben hin abgedichtet. Da das Gebäude nur etwa 30 Meter von der Donau entfernt liegt, ist mit Überflutungen zu rechnen. Im Erdgeschoss des aufgeständerten Gebäudes liegen Parkplätze, die im Hochwasserfall zügig geräumt werden können. Oberhalb des Erdgeschosses ist das Gebäude uneingeschränkt nutzbar. Das Betreten und Verlassen des Hauses ist über eine gesonderte Konstruktion an der Seite sichergestellt. Sowohl die Hochwassersituation wie auch die Deponie als Untergrund des Gebäudes stellen eine besondere technische Herausforderung dar, für welche die ISP Scholz Beratende Ingenieure AG eine eindrucksvolle bauliche Lösung gefunden hat. So viel die Jury. Was genau die Herausforderungen des Projektes waren, werden wir gleich hören. Herr Fitzenreiter, ich gebe Ihnen jetzt den Bildschirm und freue mich auf Ihren Vortrag. Also Genau. auf meiner Seite nochmal herzlichen Dank für das Zuschalten, für das Interesse. Frau Polzin hat ja jetzt schon einiges über das Gebäude verraten. Ich darf dann in den nächsten Minuten dann auch etwas konkreter darauf eingehen und möchte gleich mit der Titelfolie beginnen. Man sieht hier das Gebäude im fertigen Zustand. Das ist ein Foto vom Fotografen Felix Meyer an einem Sonntag. Morgen mit einer wenig frequentierten Straße dieses schöne Bild gemacht hat. Man kann hier eigentlich schon gleich von Beginn an alle Herausforderungen gut erkennen. Gleich hier rechts unten ist die neue Durchfahrt durch die Hochwasserschutzwand zu erkennen. Das Zugangsbauwerk, was sich hier entlang der Straße erstreckt und auch gleich der wunderschöne Blick auf die Infraleichtbetonfassade. Wie ist der Vortrag heute strukturiert? Wir sind zu Beginn etwas mit der Örtlichkeit, der Geologie und der Gründung beschäftigt. Dann im Allgemeinen widmen wir uns dem Gebäudezugang, gefolgt von technischen Besonderheiten allgemeiner Art des Gebäudes. Dass das Ganze ein besonders nachhaltiges Gebäude geworden ist, das war mir persönlich zu Beginn an gar nicht so bewusst, weil sich das im Laufe der Zeit einfach ergeben hat. Und wir von Beginn an als Tragwerksplaner den Fokus eigentlich auf anderen Schwerpunkten hatten. Aber dazu später mehr. Ich darf uns ganz kurz vorstellen, für die, die uns nicht kennen, die ISP Scholz AG gibt es seit 1956. Wir sitzen hier am Standort in München, sind derzeit an drei Standorten vertreten, in Leipzig und in Nürnberg. Wir sind gut mehr wie 50 Mitarbeiter. Es gibt es seit 67. Jahr diesen Jahres, sind eine kleine Aktiengesellschaft und unser Tätigkeitsbereich ist natürlich im Schwerpunkt die Tragwerksplanung im Hoch- und Ingenieurbau, sind aber heute auch im Umbau, bauenden Bestand, Denkmalschutz unterwegs, Instandsetzungen aller Art von Tiefgaragen bis zu Brücken, Oberbauleitungen
und natürlich auch bei der Objektplanung von Verbauten tätig. Neben der Tragwerksplanung gibt es noch zwei Prüfingenieure bei uns im Haus und sind schwerpunktmäßig, wie gesagt, im süddeutschen Raum tätig, aber auch international, so wie gefordert werden. Und jetzt darf ich noch genauer auf das Gebäude eingehen. Also wer war letztendlich der Bauherr? Das war das staatliche Bauamt in Passau. Der Bauort war Straubing. Der Entwurfsverfasser ist das Büro Schuster, Pechtold und Schmidt Architekten. Ein Büro, welches hier in München sitzt, was sich mit Institut, Forschung und Schulbauten sehr gut auskennt und auch damals den Wettbewerb gewonnen hat. Wir sind 2015 als Planungsteam eingestiegen in die Bearbeitung des Projektes. Die Bauzeit beginnt mit der Gründung und auch der Hochwasserschutzwand begann 2017. Da gab es eine gewisse Überschneidung zwischen Planung und Bauzeit. Die Baukosten betrugen 50 Millionen Euro netto und die Nutzfläche liegt bei ca. 4.500 Quadratmetern. Was waren, wie gesagt, die Besonderheiten? Wie man es oben auf dem Bild gut erkennen kann, das Gebäude steht einfach auf der falschen Seite der Hochwasserschutzwand, meint man zu Beginn. Weil hinter dem Gebäude fließt die Donau entlang und die Donau ist natürlich bekannt, dass sie in Straubing oder eben auch in Passau immer wieder zu entsprechenden Überschreitungen der Pegelstände führt und zu Überflutungen, die dann Millionenschäden anregen. Ja, das heißt, der erste Schwerpunkt bei der Bearbeitung war die Ufermauer und wie Frau Pulsin ja schon sagte, war dort vor Ort ein Areal, ein Bauplatz vorhanden, den keiner so recht wollte. Zum einen wegen der Donau und zum anderen war dort eine alte Mülldeponie, Nachkriegsmülldeponie vorhanden, die mit hochkontaminiertem Material zu einem wahnsinnig hohen Auskofferungsaufwand geführt hätte. Und das wiederum waren die Knackpunkte. Das Gebäude stand gar nicht so im Fokus zum Anfang, sondern einfach diese beiden Bausteine, die geologische Lage und die Gründung, waren hier von Beginn an intensiv diskussionswürdig und unterlagen auch vielen Betrachtungen, gerade zu Beginn, sodass eben auch der Bauherr uns frühzeitig damit beauftragt hat, besonderes Augenmerk auf die Gründung zu legen. Das heißt, wir haben, bevor wir das Gebäude gerechnet haben, eine prüfungsreife Statik für die Gründungsebene aufgestellt, um einfach auch die Sonderkosten, die dort auftreten, beziffern zu können. All das sieht von oben dann wie folgt aus. Wir haben gerade das Gebäude von Südwesten aus betrachtet, von der Richtung Uferstraße. Wir sehen hier die Donau unmittelbar in direkter Opposition zu diesem Baugelände, was hier rot eingekringelt, eingekastelt ist. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Und der blaue Pfeil zeigt einfach die Querung der Hochwasserschutzwand, die bis dahin natürlich komplett geschlossen war und erst hier hinten dann ausgelaufen ist in Richtung Parkplatz, weil das Gebäude man kann sich vorstellen, wenn eine Baustelle hier tätig ist, da gibt es eventuell Reibung, gerade was die Bohrpfähle angeht. Man geht mit Bohrkronen auf dieses Gelände. Im Untergrund sind undefinierte Gegenstände. Man hat Teile eines alten Käfers herausgetragen. Man muss sich vorstellen, so ein Bohrkopf, der auf Metall reibt, kann Funken erzeugen, sodass hier die Gefahr einer Explosion allgegenwärtig war. Das heißt, man hat die Baustelle, zumindest im Bereich der Gründungserrichtung, in einen Schwarz-Weiß-Bereich aufgeteilt. Man hat besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Die Geräte waren alle ex-geschützt, die Bohrkronen waren kupferbestückt, um einfach all diese Gefahren aus dem Weg zu räumen. Und was man hier auf den einzelnen Bildern gut erkennen kann, ist, dass die Detailplanung, die später erforderlich war, hochkomplex war, eben immer unter dem Aspekt der Hochwassergefahr von Seiten der Donau. Dass man eben Bilder der Baustelle und von außen hier nochmal ein paar Fotos von der Innenseite und von den Fassadenansichten, die letztendlich ja auch diesen Nachhaltigkeitscharakter widerspiegeln,
Man hat also sehr viel Holz in den Fassaden verbaut. Das sieht man an den Längsseiten. Das sind nicht tragende Fassadenelemente im Holzbau vorgerichtet, installiert und eingestellt. Und die beiden Giebelseiten, wie gesagt, als Infraleichtbeton ausgebildet. Und der Hörsaal ist eine Holzkonstruktion, die auf einer schrägen Betonplatte sitzt, errichtet worden. Im Foyer sieht man zwei weitgespannte Treppenanlagen, die sich im Grundriss kreuzen. Man kann das hier relativ gut erkennen. Auch hier, jeder, der sich mit dem Stahlbau schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass weitgespannte Systeme sehr schwingungsanfällig sind. Wir haben uns hier auf einen steifen Stahltrog geeinigt in der Konstruktion, in der Schwingungsbetrachtung, der alle erforderlichen Nachweise erhalten hat. Sprich, die Treppenwangen, die man rechts und links sieht, sind verschweißt mit den Treppenstufen. Und durch die Trockenbaudecke hier oben verdeckt, gab es eine Einbringöffnung, durch die in der Richterzeit die Treppen von oben mit einem Mobilkran eingehoben werden konnten. Die Gründung war von Beginn an der heikelste Punkt im ganzen Projekt. Stadt Straubing hat das Grundstück für nur 1 Euro an das Land Bayern verkauft. Im Kaufvertrag jedoch gab es eine Rücktrittsklausel, die hat sich der Freistaat eingeräumt. Wenn die Gründungskosten über 3 Millionen Euro liegen, hatte der Freistaat die Möglichkeit, das Grundstück zurückzugeben und nicht zu bebauen. Das war, wie gesagt, die Prämisse, mit der wir gestartet sind. Zusätzlich zu den Überflutungsmöglichkeiten, die die Donau gegeben hat. Und so wurden wir in puncto Gründungssituation sehr stark gefordert. Wir haben uns letztendlich aufgrund der hohen Lasten, da komme ich gleich noch dazu, auf ein Bohrpfahlsystem geeinigt. Und wir mussten die Hochwassersituation bewerten. Das heißt, die Donau darf sich ausbreiten, kann unterhalb des Gebäudes entlang strömen und kann natürlich auch Treibgut mit sich bringen. Also das beginnt vom kleinen Ast und endet mit einem Boot, was sich im Hochwasserfall gegen das Gebäude drücken kann. Und diese Untersuchungen haben wir zusammen mit der Rhein-Main-Donau-Wasserstraßen GmbH durchgeführt. Da haben wir auf die Kollegen gesetzt, die dann mit hochkomplexen CFD, also Computer Fluid Design Berechnungen, nachgewiesen haben, mit welchen Strömungskräften und horizontalen Ersatzkräften wir das Gebäude aufschlagen müssen, um die Standsicherheit im Hochwasserfall gewährleisten zu können. So sieht das Ganze dann mal aus. Man sieht hier ein Foto, das habe ich aus dem Internet mir geklaut. Das rot eingerahmte ist der Bauplatz, der heutige Standort der Hochschule. Man sieht da relativ gut dieses trübe Hochwasser der Donau. Also die Gefahr ist nicht nur rein theoretisch da, sondern sie war in der Vergangenheit schon mehrmals dort vor Ort allgegenwärtig. Das zeigt auch die Hochwasserschutzwand. Und auf der linken Seite sehen Sie einen Ausriss aus der Berechnung von Rhein-Main-Donau, die das entsprechende Strömungsverhalten des Hochwassers auf diesem Areal unter Einfluss des Gebäudes simuliert haben. Wie haben wir uns dem Ganzen gewidmet? Die Gründungslösung, wie gesagt, unterlag vieler Betrachtungsweisen. Wir wollten nicht die alte Deponie auskoffern und durch neues unbelastetes Material austauschen, weil das zu einer Kostenexplosion geführt hatte. Und die kontaminierten Materialien hätten nur von einer Deponie in Sachsen aufgenommen werden müssen. Also man muss sich vergegenwärtigen, wie groß das Areal ist, 8 Meter dicke Mülldeponie. Man hätte dort einen enormen Schwerlasttransport in Richtung Sachsen aufbauen müssen. Da wäre das ganze Thema Nachhaltigkeit gleich von Beginn an verpufft sozusagen. Deswegen lag die Prämisse unsererseits auf einem ja, verdrängenden Gründungssystem. Wir haben also dort unter anderem Gusspfähle, Frankipfähle, Rammpfähle untersucht in unterschiedlicher Ausprägung mit den einzelnen Laststufen, die wir ermittelt haben. Und letztendlich sind wir dazu gekommen, dass die Lasten aufgrund der Spannweite und der Belastung aus dem Gebäude nur von Bohrpfählen aufgenommen werden können. Also wir haben zwar kein verdrängendes Rammsystem errichten können oder planen können, sondern ein
System, welches durch das Bohren nur geringe Mengen der alten Deponie zutage gefördert haben. Und diese wurden dann entsprechend auf die entsprechenden Deponien nach Beprobung und Klassifizierung verfrachtet und verfahren. Das hat ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil dieses Gründungssystem von Beginn an bei allen Behörden und betreffenden Ämtern sehr hoch aufgehangen war. Das ging rauf bis zum Ministerium. Da gab es mehrere Gespräche, weil eben, wie gesagt, der Fokus so sehr auf den Kosten der Gründungssituation gelegen ist. Das Ganze hier mal als Ingenieur grafisch aufbereitet. Man sieht hier unten einfach die Laststufen, ja, ein einfaches Diagramm, Laststufen und unterschiedliche Fertigteilpfähle, Gussrahmpfähle, Bohrpfähle mit 60, 120, 180 Millimeter, Zentimetern dargestellt oder eben, wie auch schon erwähnt, die entsprechenden Frankisfehler. Aber man sieht eindeutig, dass hier unten in diesen höheren Laststufen nur noch die Bohrpfähle irgendwie wirtschaftlich darstellbar waren. Weil wenn man das vergleicht mit einem Gussrahmpfahl, bei 2 Meganewton Belastung ist man irgendwo bei 70 Metern Längen, was natürlich absolut illusorisch ist in der Ausführung. Ja. Also man hat schlechthin verschiedene Variantenuntersuchungen oder intensive Variantenuntersuchungen mit Kosten hinterlegt und alle betreffenden Parteien davon überzeugen können, dass eine Bohrpfahllösung trotz des Fördern von kontaminiertem Material die beste Lösung für das Tragwerk und für die Wirtschaftlichkeit ist. Nachdem die Gründungskonzepte in der Materialität und Ausführung bestimmt worden ist, gab es noch die Optimierung. Man hat also dann Gedanken angestellt, stellt man unter jede Stütze einen Bohrpfahl, baut man 2 Bohrpfähle mit Pfahlkopf oder braucht man aufgrund der hohen Lasten oder der aussteifenden Bauteile, die bis in die Gründung gehen, verteilende Platten mit mehreren Bohrpfählen untergelagert. Das Ganze hat man entsprechend gegenübergestellt. Man hat Rastersysteme gebildet im Vergleich zu Einzelbetrachtungen. Und das Ganze, wie gesagt, ist dann in den verschiedenen Entscheidungsvorlagen gemündet, die man dann aus tragwerksplanerischer Sicht gewürdigt hat und gegenübergestellt hat. Und das Ganze sieht man hier mal auf der rechten Seite. Das finde ich eigentlich sehr gut, dass man auch über die Leistungsphase hinweg das Ganze mit zunehmendem Kenntnisgrad, Detailgrad zwischen den einzelnen Leistungsphasen optimiert hat. Also im Vorentwurf, das war der Beginn der Planung sozusagen, Leistungsphase 2, hat man das alles auf 100% gesetzt und durch die fortführenden Planungsphasen und Schritte konnte man in Leistungsphase 3 das Ganze dahingehend optimieren, dass man zwar letztendlich hier irgendwo im Teilbereich mehr Bohrpfähle hatte, dafür an anderer Stelle deutlich Bohrpfähle einsparen konnte, sodass Betonkubatur oder Pfahlkopfkubatur, sieht man hier unten rechts, eingespart werden konnten. Wir alle wissen, dass Betone heutzutage bei dem Thema Nachhaltigkeit nicht so besonders gut dastehen. Zemente oder die Zementherstellung allgemein ist für 4% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich und jeder Kubikmeter ist natürlich, der eingespart werden kann, dahin geht ein guter Baustein für das Thema Nachhaltigkeit. Hier nochmal das Ganze bildlich dargestellt. Wir planen seit ungefähr 20 Jahren im 3D-Raum. Das ist noch kein BIM-Modell, was wir heutzutage sehr oft anwenden. Das ist ein reines 3D-Modell als Grundlage für unsere Betrachtungsweise, weil wir aus den Modellen auch die Massen und Kubaturen ziehen. Man sieht es relativ gut, was ich gerade erläutert habe, hier unten. Links dargestellt ist das Bohrpfeilsystem des Vorentwurfes und hier oben das Optimierte des Entwurfes. Und diese Daten, die Sie gerade gesehen haben, fußen eben auf dieser Modellbildung und auf dieser möglichen Auswertung. Nachdem die Gründungssituation betrachtet, beleuchtet, geplant und abgestimmt worden ist, sind wir an den Geologen herangetreten, der natürlich im Vorfeld ein geologisches Gutachten erstellt hat, hat aber auch darauf hingewiesen, dass aufgrund der Mächtigkeit der Deponie hier eine deutliche Streubreite seiner geologischen Parameter existieren. Und von seiner Seite wurde von Beginn an der Pfahlversuch empfohlen, um einfach gesicherte
Parameter für unsere Planung zu bekommen, weil je genauer die Grundlagen sind, die wir in der Berechnung zugrunde legen können, desto genauer sind die Berechnungsergebnisse und so wirtschaftlicher wird es letztendlich auch für den Bauherrn. Und deshalb hat uns der Bauherr im Anschluss beauftragt, statische und dynamische Pfahlversuche durchzuführen. Das Ganze erfolgte dann mit viel Messtechnik, das sieht man oben rechts, mit den vielen bunten Kabeln und den Sensoren. Darunter ist eine Druckplatte zu sehen, die wiederum dann den möglichen Pfahlspitzendruck misst. Und hier unten sieht man mal die Apparatur, nachdem die Bohrpfähle eingebracht worden sind und erhärtet worden sind, hat man dort entsprechend die Lasten aufgebracht. Wie hat man das gemacht? Man hat die Bohrpfähle entsprechend eingebracht, hat rechts und links zusätzliche Bohrpfähle betoniert. Das kann man hier unten bei diesem Bild noch relativ gut erkennen und hat dort wahnsinnig dicke Gewindestangen eingetrieben, als Widerlager sozusagen. Und diese Traversen obendrauf, in der war die entsprechende Presse verbaut, das sieht man hier in der Mitte relativ gut, und hat die Bohrpfähle bis zum Bruch beaufschlagt. Ja, das Ganze wurde notwendig, weil wir, wie gesagt, Lasten bis zu 7 Meganewton pro Bohrpfahl benötigt haben, gemäß unserer Planung. Nachdem das alles erfolgt ist, die Gründung freigegeben worden ist, wir uns der Ausführungsplanung gewidmet haben, darf ich dann ein paar Bilder teilen von der Baustelle. Ich hatte erwähnt, dass es sich hierbei um einen Schwarz-Weiß-Bereich handelt. Das hat auch dazu geführt, dass die Mitarbeiter, die das Baufeld betreten haben, wie die weißen Mäuse über die Baustelle gelaufen sind. Man kann das hier am hinteren Bild oben, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, sieht man so einen kleinen weißen Menschen. Also man ist dort wirklich mit Schutzausrüstung über die Baustelle gelaufen und hat auch so die entsprechenden Gründungsbauteile eingebracht. Als man dann aus dem Erdreich raus war und die Gefahr deutlich gebannt war, mit Erreichen der Decke über IGI war die Gefahr deutlich gebannt, weil eben auch die qualifizierte Deponieabdichtung irgendwann eingebracht worden ist. Aber es war, wie gesagt, recht komplex. Die Bohrpfähle stehen zum Teil relativ wild im Raum. Das war aufgrund der gestuften, höhengestuften und versetzten Bauweise einzelner Baukörper einfach notwendig. Aber auch ein großes Lob und Dank nochmal an die ausführenden Firmen, die hier tätig waren. Ich will mit den Bildern einfach nur die perfekte und super Arbeit der ausführenden Firmen nochmal würdigen. Das hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, nicht nur uns als Planer, sondern auch den ausführenden Firmen. Dann darf ich zum nächsten Punkt kommen, das ist die Schaffung der Zuwegungen. Wie eingangs erwähnt, das ist das gleiche Foto, gibt es hier einmal die Durchfahrt durch die Hochwasserschutzwand und das Rampenbauwerk, was auf der einen hinteren Seite über eine Treppenanlage verfügt und hier die lange Rampe die Zuwegung auch für behinderte Personen mit Inklusion und so weiter ermöglicht. Wie sieht das Ganze aus? Natürlich war die Schwierigkeit dabei, ein möglichst schlankes, unauffälliges Durchfahrtsbauwerk zu generieren. Wir müssen aber trotzdem durch die möglichen Hochwasserereignisse den Dammbalkenverschluss integrieren und berücksichtigen und den entsprechenden Wasserdruck aufbringen. Das Problem hauptsächlich hierbei war, dass diese Hochwasserschutzwand durch einen Sondervorschlag einer ausführenden Firma errichtet worden ist. Das heißt, die Hochwasserschutzwand war unter jeder Wandvorlage, wie es hier oben zu ersehen ist, mit einem Bohrpfahl gesichert. Ja, man sieht es in der Ansicht unten auch nochmal. Hier sind die einzelnen Bohrpfähle dargestellt. Und durch das Abtrennen dieser Hochwasserschutzwand waren zwar noch zwei Bohrpfähle vorhanden, die konnten aber nicht aktiviert werden, wenn der Dammbalkenverschluss das Hochwasser aufnehmen musste. Wir haben uns dann letztendlich dafür entschieden, eine Schwergewichtslösung im Untergrund zu integrieren. Das heißt, man hat dort einen großen Betonklotz, ein großes Fundament eingebracht, welches die einwirkenden Kräfte aus dem Hochwasser rein durch das nackte Eigengewicht der Konstruktion aufnehmen kann, ohne auf die Bohrpfähle zurückzugreifen. Diese ganzen Berechnungen waren letztendlich auch hochkomplex, sodass wir uns in aller Regel immer auf 3D-Faltwerkmodelle zurückgeführt haben, um das letztendlich auch wirtschaftlich darstellen zu können. Man sieht hier unten auf der linken Seite die Bodenverbesserungsmaßnahmen auf der abliegenden Seite der Hochwasserschutzwand. Auf der Innenseite haben wir das Ganze mit Bohrpfählen gründen können. Auf der abliegenden Seite sieht man hier noch diesen schwarzen Bitumenanstrich an der Hochwasserschutzwand. Das zeigt, dass diese Hochwasserschutzwand
im Bestand nur tragfähig war mit der dort angehäuften Böschung. Das heißt, der passive Erddruck einer Böschung hat die Standsicherheit gewährleistet. Durch das Rückbauen war die Hochwasserschutzwand nicht mehr standsicher, sodass das Zugangsbauwerk, das neue Zugangsbauwerk, die Lasten aus dem Hochwasserfall hat aufnehmen müssen. Das ist uns nur gelungen, indem dieses Zugangsbauwerk auch durch eine Schwergewichtskonstruktion die Lasten aufnimmt und hier im vereinfachten Sinne die Bohrpfähle ihre einwirkenden Horizontallasten über Druckbalken an das Eingangsbauwerk, Zugangsbauwerk übertragen werden konnte. Und unten rechts ist nochmal dargestellt dieses Gebäude. Man sieht, dass die Fahrebene noch nicht fertiggestellt war, aber die blaue Linie deutet an, bis dahin kann das Hochwasser steigen. Höher geht es nicht, weil dann der Rettungsanker greift, weil hier auf der abliegenden Seite ist die Oberkante der Hochwasserschutzwand, Unterkante Deck. Das heißt, die einwirkenden Kräfte können nicht höher steigen, weil ansonsten vorher steigt das Hochwasser über die Hochwasserschutzwand rüber und tritt in die Stadtstrauben ein. Wie sieht das Ganze denn technisch aus? Wir sehen hier unten einmal ein Beispielfoto. Die Hochwasserereignisse kommen natürlich nicht ad hoc, sondern mit einer gewissen Vorlaufzeit. Das heißt, die Stadt Straubing hat ein Baulager, wo die Dammbalkenverschlüsse gelagert werden. Die Feuerwehr oder wer auch immer, die Stadt selber rückt aus, verschließt die Tordurchfahrt und im Hochwasserfall wird die Parkebene komplett aufgegeben, kann durchströmt werden und muss nach dem Abklingen des Hochwasserereignisses sicherlich gereinigt werden, vielleicht in Teilen auch instand gesetzt werden. Aber die Hochschule kann ab dem ersten Obergeschoss auch im Hochwasserfall genutzt werden. Die Zugänge, die sich im Erdgeschoss befinden, das ist jetzt ein Foto aus Straubing, diese Hochwasserschutztüren sind in allen Türen vorhanden. Die werden geschlossen, verriegelt, sodass das Gebäude dicht ist und der umgebende Beton inklusive der Gründung ist bis zur Unterkante der Decke als WU-Konstruktion geplant und ausgeführt worden. Eingangs hatte ich schon etwas auf die Stahltreppen hingewiesen. Das ist auch ein Bauwerk, was letztendlich für sich singulär betrachtet die ein oder andere Herausforderung mit sich bringt. Denn neben der entsprechenden Vertikalbelastung können aufgrund der Benutzung auch Querschwingungen auftreten. Das heißt, es kann eventuell ein Schwingungsproblem auftreten. Wenn Erregerfrequenz und Eigenfrequenz sich überlagern, kommt es zu Resonanzen. Das Ganze ist sehr unangenehm. Das ist in weiten Teilen personenabhängig. Da gibt es keine festen Normenwerte. Da gibt es nur Empfehlungen. Jeder Magen eines Menschen verträgt es anders. Aber jeder kennt, glaube ich, diese Tacoma Bridge in den USA, die allein durch die Windbeaufschlagung in Resonanz gekommen ist und letztendlich auch eingestürzt ist. Und dieses Phänomen tritt eben, wie gesagt, bei solchen Konstruktionen auf, sodass wir hier hochkomplexe Berechnungsansätze verwendet haben, um möglichst schlanke Bauteile zu generieren, die natürlich letztendlich auch wirtschaftlich waren. Zusätzlich gab es bei dem Gebäude aufgrund unterschiedlicher Nutzungen über die Etagen die Anforderungen, das Regelstützenraster zu überbrücken, sodass hier Spannweiten von 14,20 Meter überbrückt werden müssen. Das Ganze sollte möglichst schlank erfolgen, weil die Bauhöhe begrenzt war und die einwirkenden Lasten entsprechend in flankierende Bauteile eingeleitet werden sollten. Das Ganze ist dann über einen Stahlverbundbau erfolgt. Man sieht hier den Träger liegend, also um 90 Grad gedreht liegend mit den aufgesetzten Kopfbolzen. An den entsprechenden Auflagern gab es sehr, sehr große Einbauteile. Der Träger, man sieht es hier, der wirkt relativ schlank, aber es war auch immerhin ein HEM 500. Und diese Einbauteile wurden im Beton eingebaut, mit Schablone eingebaut, vermessen. Hier gab es sehr große Herausforderungen, was die Bewährungsplanung letztendlich anging, sodass die Rückhängebewährung der Einbauteile, man sieht sie hier mal schwarz dargestellt,
Das sind die Bügel, die hier hinten auf dieser Seite bei dem liegenden Einbauteil ersichtlich sind, so genau ausgeplant werden mussten, dass auch die Vertikalbewährung der Wände und Stützen durchgeführt werden konnte. Also da hat die Baufirma sehr viel Herzblut reinstecken müssen, um das auszuführen, weil man muss sich vorstellen, so ein Bewährungsstab, den kann jeder tragen. Für dieses Einbauteil, um das zu verrücken, zu versetzen, braucht es immer einen Kran aufgrund des Eigengewichtes. Der Hörsaal selber verbirgt sich hier über diesen herausgeschobenen Kubus im O1 und O2. Und das dritte Obergeschoss überspannt diesen Hörsaal, sodass im Hörsaal selber keine Stützen oder Abfangungen sichtbar waren. Man hat sich letztendlich für ein Virendel-Trägersystem entschieden, was mit einem Trägerrost in der Decke des Hörsaales dieses offene und weit gespannte Tragwerk ermöglicht hat. Wir haben hier die Möglichkeit gehabt, 22,30 Meter damit zu überspannen. Und was man hier unten auf diesem Bild erkennen kann, ist wie gesagt die Art Rampenanlage als Grundlage für die spätere Bestuhlung des Hörsaales. Was man hier gut erkennen kann, ist die Stufenbildung auf dieser Platte. Ja, das ist später wieder abgebrochen worden. Das hat die ausführende Firma entsprechend hinbetoniert, um einfach dieses Raumgerüst stellen zu können. Jeder kann sich vorstellen, dass eine schräge Platte unter Vertikalbeanspruchung dazu führt, dass der Stützenfuß der Doka-Stützen seitlich abweicht. Und das hat man ganz einfach durch die entsprechende Konsolbildung in horizontaler Richtung ermöglichen können. Und unten rechts gut zu erkennen ist, wie gesagt, der Virendel-Träger, der hier ebenfalls sehr aufwendig und mit Schablone in der Bewährungsplanung und Ausführung erforderlich wurde. Und das Ganze war nur möglich in den Stößen, indem man das Ganze mit Schraubverbindungen gelöst hat. Der Infraleichtbeton, der auch eingangs erwähnt worden ist, ist letztendlich ein Baustoff, den der Architekt im Zuge der Nachhaltigkeitsbetrachtungen ins Rennen gebracht hat. Wir haben uns dem sehr offen gegenüber gezeigt und sind auch sehr frühzeitig mit Varianten und Möglichkeiten eingestiegen, haben das Thema letztendlich auch ausgeführt und auch verfolgen können. Das war allerdings nur möglich als, wie kann man das sagen, als Kompetenzteam der Planer und der ausführenden Firma möglich. Es gab einen Architekten, der ein Schalungsbild entworfen hat. Wir als Tragwerksplaner haben daraufhin die Bewährungsplanung abgestimmt und optimiert, haben planerisch sichergestellt, dass der Beton auch eingebracht werden kann. Und die ausführende Firma hat letztendlich uns dahingehend unterstützt, Musterflächen zu erzeugen, die Oberflächenbeschaffenheit, die Eigenschaften zu definieren, sodass letztendlich dieser Hochleistungsbeton mit einer sehr geringen Dichte die heutigen Anforderungen an die Energieeinsparverordnung hat sicherstellen können. Also in der Zwischenzeit gibt es das Gebäudeenergiegesetz, damals war noch die NF maßgebend zuständig. Die Wärmeübergangskoeffizienten haben sich zwar nicht geändert, aber über 55 cm Bauteildicke konnten wir hiermit den Wärmeschutz erfüllen, ohne zusätzliche Dämmschichten auf der Innen- wie auf der Außenseite. Ja, also wir haben hier ein monolithisches Tragwerk, was keinerlei komplexe Anschlüsse und Wärmebrücken erzeugt. Das heißt, die Fenster wurden eingebracht, verschraubt, abgedichtet. Wenn man das wieder rückbauen möchte, hat man sehr saubere Schnittstellen definiert. Bei dem Thema war letztendlich auch, wie eingangs ja auch schon erwähnt, das Thema CO2-Ausstoß in der Bilanzierung sehr, sehr wichtig. Wir haben hier Zemente verwenden können, der Klasse 3B. Das sind langsam erhärtende Zemente, die gleichermaßen auch eine CO2-Reduzierung um bis zu 30% ermöglichen. Ja, also das Ganze ist einfach recycelbar. Und das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, wir haben hier eine Rohdichte des Betones, die unter 800 Kilogramm pro Kubikmeter
wiegen. Das heißt, wenn so ein Stück später mal in die Donau fällt, der Beton schwimmt an der Oberfläche. Er geht nicht unter. Ja, das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, wie leicht der Beton ist. Ansonsten hat der Beton ja bekanntermaßen ein Eigengewicht von Größe 2 und würde damit quasi wie ein Stein untergehen. Ja. Der Beton hat viele, viele Vorteile für uns Tragwerksplaner, aber auch einen großen Nachteil, und das sind geringe Druckfestigkeiten, mit denen wir umgehen müssen. Wir haben das gedanklich immer als Mauerwerk betrachtet, also vom tragwerksplanerischen Ansatz, vom Abtrag der Lasten. Es ist sehr, sehr sauber uns auch gelungen, vielleicht weil die geometrische Position in Form von Fassaden, also Gebäudeabschlüssen, sehr klar definiert war. Und man kann auf den Bildern sehr gut diese horizontale Bänderung hier oben erkennen. Das sind immer diese entsprechenden Deckenebenen, die sich dahinter verbürgen. Und auf der Folgeseite gibt es dann noch ein paar Ausrisse aus unserer Schallplanung. Man kann hier mit der gekreuzten Schraffur die entsprechenden Materialitäten in Verleichtbeton erkennen. Wir haben das Ganze mit einem Oberflächen SP3 klassifiziert. Das war der Wunsch der ausführenden Firma, des Architekten, und die ausführende Firma konnte durch ihre Muster sicherstellen, dass die Oberflächenqualität auch erzeugt werden kann. Und man kann relativ gut erkennen, wie die Stahlbetonbauteile hier eingebunden haben. Das heißt, dieses Einbinden von Stahlbetondecken in eine Verleichbeton haben natürlich eine Art Wärmebrückencharakter. Das Ganze ist allerdings so ausgeführt worden, dass auf Einlagen, wie man es vielleicht klassischerweise kennt, dass man stirnseitig noch Dämmeinlagen von 20 bis 30 Millimetern vorsieht, all das hat nicht stattfinden müssen, weil einfach der Querschnitt des Verleichbetons mit 25 Zentimetern immer noch die möglichen Wärmebrücken unterbunden hat. Ja. Und eins hatte ich auf der vorhergehenden Folie noch vergessen. Man sieht hier oben diese weit gespannten, weit tragenden Fensterbänder, ja, auf allen Etagen. Und man muss sich vorstellen, dieses Brüstungselement, was sich hier abbildet, wurde in einem Guss betoniert. Und das kann man relativ gut erkennen auf dem Bild unten rechts. Und das sind, wie gesagt, diese grauen Rohre, die KG-Rohre, die hier dargestellt sind. Man hat also von oben betoniert und hat sicherstellen müssen, dass der Beton entsprechend, der Beton ist sehr zähflüssig, dass der hier unten entsprechend auslaufen kann, verdichtet werden kann. Das wurde zum Teil mit Außenrüttlern sichergestellt. Das Ergebnis zeugt einfach auch davon, wie hoch qualifiziert die ausführende Firma war. Ich nenne jetzt einfach mal die Firma, das war die Firma Gerstel aus Österreich, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten konnten und die auch immer mit eigenen Vorschlägen und Anregungen die Planung unterstützt hat aus Sichtweise der Praktiker. Und das Gebäude wäre letztendlich nicht so toll geworden, wenn das Team und die ausführenden Firmen nicht so an einem Strang gezogen hätten. Gut. Musterflächen, wie gesagt, wurden zum Teil in der Konstruktion, in der Errichtung des Gebäudes integriert. Die kann man heute auch noch sehen oder erkennen. Das hier zum Beispiel ist eines dieser Bereiche, ist eine aufsteifende Wandscheibe in der Erdgeschossebene. Da hat man Oberflächen bemustert. Die sind auch dort verblieben. Das fällt eigentlich auch nicht auf, war ein guter Vorschlag. Aber es gab eben auch losgelöste Bauteile, die nur dafür dienten, die Möglichkeiten zu beproben. Also man hat hier glatte Oberflächen beprobt, man hat hier OSB-Schalungen eingelegt, man hat horizontale Bretter beprobt. Man kann eigentlich sehr gut die Möglichkeiten erkennen, dass Holzoberflächen, die vielleicht nicht so sehr saugen, viele Kiesnester mit sich bringen. Das Ganze ist den zuständigen Kollegen ja nicht so positiv aufgestoßen, sodass man sich eigentlich relativ frühzeitig dagegen entschieden hat. Und diese beiden Möglichkeiten auf der rechten Seite sind einfach, also die klassische USB-Platte ist ein saugfähiger Untergrund. Deswegen gibt es eine sehr schöne, also
für mich harmonische Oberfläche, harmonisch unruhig, aber die eingeschlossenen Luftporen sind kaum noch zu erkennen. Und solche glatten Oberflächen können eigentlich nur erzielt werden, wenn zwischen der Schalhaut noch ein saugendes Vlies eingebaut wird. Dieses Erscheinungsbild hat aber dem Architekten nicht so gut gefallen, weil er meinte, dass das Ganze ja sehr langweilig wirkte. Also letztendlich hat man sich dann für die Oberfläche in Richtung OSB entschieden. Und so kann man heute auch die Infraleichtbetone vor Ort wiederfinden. Die Nachhaltigkeit kann man, und das darf ich nochmal mit der Folie aufgreifen, weil das eingangs auch erwähnt worden ist, unter ja, vielerlei Hinsicht betrachten. Jeder hat einen anderen Fokus, der Architekt ein anderer wie der Tragwerksplaner und der wiederum anders als der Bauherr oder der Haustechniker. Das vielleicht abschließend nochmal von meiner Seite hier zusammengefasst, dass wir hier ein Baugrundstück erschlossen haben, was eigentlich als unbebaubar galt. Kein privater Investor hätte die Kosten für die Gründungsmaßnahmen aufgegriffen. Letztendlich ist dort ein Hochschulstandort entstanden, der fußläufig von der City erreichbar ist. Der Hochschulstandort wird letztendlich sehr gut angenommen und 200 Meter weiter links, rechts befindet sich auch ein Gymnasium. Also der Standort wird hervorragend angenommen und man kann das hier oben auch auf dem Bild erkennen. Hier gibt es quasi, es ist eine Art Naherholungsgebiet unmittelbar neben der Donau. Hier vorne gibt es so ein Kiosk, ein Pub. Da tummeln sich im Sommer bei schönem Wetter Hunderte von Menschen und da gehören natürlich auch die Studenten hin. Ja, wer trinkt nicht gern mal ein Bier? Es ist gut zu erreichen, wie gesagt. Die Dezentralisierung der Hochschulstandorte in Bayern ist schon kein neuer Begriff, den gibt es seit Jahrzehnten. Die Stärkung ländlicher Bereiche, man sehe es mir nach, ländlich meine ich gar nicht so sehr, aber die Verlagerung der Hochschulstandorte aus den Ballungsgebieten heraus führt, wie gesagt, zur Stärkung der jeweiligen Zentren und schafft natürlich auch bezahlbaren Wohnraum, das darf man nicht vergessen. Und Forschung und Bildung im Grünen, also wer da mal hinfährt und sich das anschaut, da fühlt man sich einfach wohl und die Standortwahl war hervorragend und ich glaube, das Land Bayern hat trotz der erhöhten Investkosten hier alles richtig gemacht. Die Baukonstruktion, wie gesagt, erfolgte durch eine aufgeständerte Bauweise und sichert den ungestörten Abfluss des Donauwassers im Hochwasserfall. Wir haben den Schadstofftransport vom anstehenden Baugrund minimiert durch den geringen Aushub der Bohrpfahlkonstruktion. Wir haben den verleichbetonten Fassaden aus Holz realisiert. Heißt, und das ist auch nochmal ein Lob an den Architekten, hier gab es einen materialgerechten Einsatz von Baustoffen. Das funktioniert nur, wenn der Architekt den entsprechenden Entwurf auch darauf auslegt. Also es hilft mir nichts, wenn ich Deckenspannweiten von 15 Metern vorsehe und darauf beharre, dass es unbedingt Holzdecken sein müssen, sondern das Material muss da eingesetzt werden, wo es auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Und das ist meines Erachtens bei dem Gebäude extrem gut gelungen. Ja. Die Stähle, die wir verwendet haben bei den Treppen und bei den Abfangungen, das waren weitestgehend recycelte Stähle. Dort konnten wir einen sehr positiven CO2-Abdruck hinterlassen. Und letztendlich, und das war dann auch einer der großen Gründe, nach meinem Dafürhalten hätte die Hochwasserschutzwand abgebrochen werden müssen und durch ein neues Tragsystem errichtet werden müssen. Wir haben dort also wirklich über Tage, wenn nicht sogar Wochen hinweg uns den Kopf zerbrochen, diese Hochwasserschutzwand nach der Errichtung wieder standsicher zu bekommen. Das sieht man nochmal unten rechts. Da sieht man nochmal die Bitumenabdichtung. Bis dahin war früher eine Böschung als Reaktio wirksam. Das Ganze war nicht mehr gegeben, sodass dieses Zukunftsgebäude über die Hochwasserschutzwand die Lasten aufnimmt. Man erkennt es, die Komplexität des Tragwerks leider Gottes in keiner Weise mehr. Aber wie gesagt, ich darf das zwar heute hier für ISP präsentieren und neben mir stand ein ganzes Team, die sich diesem Thema gewidmet haben und auch den Kollegen nochmal ein herzliches Dankeschön. Ja, und damit bin ich schon am Ende meiner Präsentation angelangt.
einfach nochmal zum Schluss ein paar Stimmungsbilder aus unserem Tätigkeitsfeld, also nicht nur Hochschulbauten und Schulbauten, Forschung, Industrie, ein sehr breit gefächertes Aufgabengebiet. Wir machen zwar keine Einfamilienhäuser, weil wir zu groß dafür sind, wir können das einfach wirtschaftlich nicht abarbeiten, freuen uns aber über jede andere Herausforderung, der wir uns stellen können. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn es Fragen gibt, stehe ich herzlich gern bereit. Ja, herzlichen Dank, Herr Pfitzenreiter, für die Einblicke in dieses Projekt. Wie man gemerkt hat, es war ein anspruchsvolles Projekt. Das haben Sie, glaube ich, eindrucksvoll auch erläutert, auch dass das Thema Nachhaltigkeit ein sehr, sehr großer Aspekt bei dem Projekt war. Jetzt habe ich die eine Frage, was war denn aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung bei diesem Bauprojekt? Kann man das so sagen? Die eine größte Herausforderung. Oder mehrere. Sie dürfen auch mehrere nennen. Das ist natürlich im Nachhinein immer wahnsinnig schwierig zu beantworten. Man startet mit dem Projekt im Zuge eines VGV-Verfahrens. Man macht sich darüber Gedanken auf Basis der Grundlagen, die einem zugeleitet werden. Und hinten nach ist immer alles klar. Aber am Anfang ist der Berg riesengroß und man weiß gar nicht so sehr, wo man eigentlich, ja, hinschauen muss. Und ich glaube, dass die Gründungssituation in Verbindung mit der unmittelbaren Donaunähe die größte Hürde für uns war, weil die, wie gesagt, nicht alltäglich war. Das Gebäude selber hatte auch seine Herausforderungen, aber wir haben schon andere Hochschulbauten errichtet. Ich will das jetzt nicht runterspielen, aber das war für uns so ein bisschen Alltag. Also das haben wir nicht zum ersten Mal gemacht. Vielleicht können wir es so rum ausdrücken. Ja. Da waren wir deutlich sattelfester und wussten, worauf wir uns einlassen. Aber die Diskussionen, die bei der Gründung und bei dem Gründungssystem selber mit aufgekommen sind, da sind wir auch ins Ministerium geladen worden und mussten dort Rede und Antwort stehen und das Ganze auch mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen gegenüberstellen. Das hat mir schon ein paar schlaflose Nächte bereitet. Mir und meinen Kollegen natürlich. Und daran anschließend war eben noch die Frage, was Sie denn an diesem ganzen Bauprojekt am meisten gereizt hat. Die Fertigstellung. Ich bin sehr begeisterungsfähig und ich freue mich immer auf neue Themen. Und was insbesondere mit diesem Projekt für mich sehr deutlich zum Vorschein gekommen ist, war einfach das Thema Nachhaltigkeit. Das war bis dato, zumindest in unserer Welt, nicht so klar in den Fokus gerückt worden. Und ich hatte das auch versucht, eingangs auszuführen. Wir sind da eigentlich nur als Tragwerksplaner angetreten. Und dann sind die Diskussionen aufgeploppt mit dem anstehenden Baugrund, dem Erhalt der Hochwasserschutzwand, die nachhaltigen Baustoffe, der gezielte Einsatz der Materialitäten und so weiter. Und das ist seitdem eigentlich ein Thema, was wir jetzt bei 80-90% aller Bauvorhaben in den frühen Leistungsphasen bereits lösen müssen. Und das war so für uns, für mich, so ein Initialprojekt, wo das erste Mal wirklich dominanter Bestandteil des Planungsprozesses war. Und da will ich noch gar nicht von Zertifizierungen reden. Also das Gebäude ist meines Wissens nicht zertifiziert worden, aber man hat hier die Register im Rahmen der Möglichkeiten an allen richtigen Stellen gezogen. Ja. Und was haben Sie da für, gerade aus diesem Projekt, weil es war ja ein bisschen so ein Pilotprojekt, wenn ich das so richtig rausgehört habe, quasi für andere Projekte dann mit raus, nenne ich es mal, rausgezogen für sich? Dass man sehr frühzeitig einen Prüfingenieur integrieren sollte. Ja, also es gab einfach ein paar Themen, da sind wir in gewohnter Weise mit unseren Gedanken in die Planung eingestiegen, haben das Ganze dann dokumentiert und haben es dann dem Prüfer vorgelegt. Und der hat gesagt, nö, das würde er jetzt anders lösen, das sieht er anders, das trägt er nicht mit und hat uns wieder heimgeschickt.
Also gerade was diese Situation mit der Hochwasserschutzwand angegangen ist, da haben uns ja viele Tage und Wochen die Abstimmung mit dem Prüfer begleitet. Und da sind wir einfach zu spät eingestiegen. Das ist also, die Hochwasserschutzwand haben wir, glaube ich, ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, muss ich im Nachhinein wirklich sagen. Aber das wurde erst uns bewusst, je tiefer man in die Situation eingestiegen ist. Ja. Ja, ich denke mal, mit diesen Worten, Herr Fitzenreiter, ob Fragen gibt es gerade keine mehr, möchte ich mich nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie das Projekt so ausführlich ja, beschrieben haben, auch so ehrlich auf die Herausforderungen dann mit eingegangen sind. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum zweiten Preis, zum zweiten Platz. Ich bin gespannt, ob wir von Ihnen dann in 2 Jahren nochmal hören werden. Nächstes Jahr beginnt wieder die Ausschreibung für den nächsten Ingenieurpreis. Und möchte auch nochmal hinweisen, es gibt natürlich über unseren YouTube-Kanal oder über die Ingenieurpreisseite auch nochmal das kleine Video, was wir ja auch gedreht haben zu diesem Projekt, was Sie sich da auch gerne nochmal zusammenfassend anschauen können. Beziehungsweise stellen wir natürlich das Digitalforum auch wieder auf unserem YouTube-Kanal online. Ja, und in diesem Sinn wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Und bedanke mich nochmal recht herzlich auch für Ihr Dabeisein und auch nochmal bei Ihnen, Herr Fitzenreiter. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genießen Sie den Abend, den warmen, schwülen Abend. Bei einem Gläschen Bier wie die Studierenden. Das muss ich schauen. Ich muss erst mal heimkommen. Und unser Bürogebäude ist ja durch eine Bauteilaktivierung klimatisiert. Ich war heute noch gar nicht draußen. Ich habe keine Ahnung, wie spülwarm es draußen ist. Hier drin hat es gemütliche 22, 23 Grad. Ich lasse mich überraschen, wenn ich das Gebäude verlasse. Dann viel Spaß. Im Sinne allen einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Auf Wiederschauen. Tschüss. Ciao.